Also jetzt nochmal richtig Grüß Gott und herzlich willkommen an alle aus der Nähe und aus der Ferne. Schön, dass Sie da sind, trotz Wetter. Und schön, dass Sie sich für Biografien und speziell für Privatbiografien interessieren. Für Biografien von Menschen wie du und ich. Heute werden Sie also erfahren, was Sie schon immer über Privatbiografien wissen wollten. Mein Name ist Andrea Richter. Ich bin Biografin in München und arbeite seit bald 10 Jahren mit den wahrlich unterschiedlichsten Menschen zusammen, die ihre Lebensgeschichte oder ihre Lebensgeschichten festhalten wollen. Als nächstes möchte ich Ihnen dann anschließend Herrn Dr. Andreas Meckler aus Kaufering vorstellen. Er hat das Biografiezentrum, unseren Dachverband, vor 14 Jahren gegründet. Gleich im Anschluss wird er Ihnen dann auch etwas über das Biografiezentrum erzählen. Sehr herzlich begrüßen möchten wir die, die mit uns schon unsere Biografien geschrieben haben oder mittendrin sind oder noch ganz am Anfang oder vielleicht erst ein bisschen daran nur denken. Wir begrüßen unsere 16 Biografiekolleginnen und Kollegen, die wirklich aus ganz Deutschland nach München angereist sind, aus Ost und West und Nord und Süd. 9 von Ihnen werden heute bei der Matinee aus Ihren Biografien lesen. Die anderen haben schon gestern bei der Soiree vor ähnlich großem Publikum hier gelesen. Heute haben wir ein anderes, aber ebenso reiches und abwechslungsreiches Programm für Sie zusammengestellt. Lesungen aus Privatbiografien. Das sind heitere und traurige, bewegende und spannende Lebensgeschichten. Ein ganzes Kaleidoskop von wirklich Miniaturausschnitten aus Lebensgeschichten. Alle Geschichten sind es wert, erzählt zu werden. Und genauso ist jedes Leben wert, aufgeschrieben zu werden. Auch Ihres. Und damit diese wunderbaren Lebensgeschichten nicht einfach so verhallen, lassen wir diese Matinee akustisch professionell aufzeichnen. Deswegen stehe ich hier wie bei der Bundespressekonferenz. Später können Sie dann die einzelnen Lesungen unserer Biografinnen und Biografen auf unseren Websites nachhören oder auch eine CD erwerben, auf der beide Veranstaltungen als Hörbuch in voller Länge festgehalten werden. Wir haben eine kleine Programmumstellung, nach 5 Lesungen wird es eine kleine Pause geben. Und dann, wenn wir Ihnen genug erzählt haben, freuen wir uns, wenn Sie im Anschluss danach mit uns ins Gespräch kommen. Sie erkennen uns alle an unseren Namensschildern. Und auf dem Büchertisch, einige Meter langen Büchertisch dort hinten, haben wir unsere Biografien ausgelegt. Sie sind wirklich also nicht nur zum Gucken, sondern zum Anfassen da und zum Reinblättern und auch gerne zum Festlesen. Also nun viel Freude und Anregung bei Ihnen bei dieser biografischen Matinee. Als erster wird jetzt Herr Dr. Andreas Meckler Ihnen etwas über das Biografiezentrum erzählen. Dankeschön fürs Erste. Ich werde Sie durch diesen Vormittag führen und vor jeder neuen Biografie ein paar einleitende Worte sprechen. Einfach deshalb, damit Sie auch wechseln können von einem Leben ins andere, von einem Lebenszeitalter in ein anderes, vielleicht auch in ein anderes Land. Und insofern haben Sie da immer ein bisschen Zeit, und damit Sie sich neu einfühlen können. Also fürs Erste danke ich und bis nachher. Und jetzt darf ich Dr. Andreas Meckler bitten. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen auch von mir.
Als ich im Jahr 2004 das Biografiezentrum, damals unter dem Namen Zentrum für biografisches Schreiben, gegründet habe, da träumte ich von Veranstaltungen, wie wir sie heute auch in dieser schönen Gewölbehalle realisieren. Danke also an Sie, dass Sie gekommen sind. Nachdem ich damals 2004 eine erste Homepage online gestellt hatte mit der Domain biografiezentrum.de, da kamen bald weitere Autoren aus ganz Deutschland auf mich zu und wir gründeten dann zusammen am 1. Januar 2005 den Förderverein für biografische Arbeit e.V., der später auch als gemeinnützig anerkannt wurde. Die Auftragsbiografik in Deutschland stand damals noch ganz am Anfang und wir sind stolz darauf, zu ihrer Entwicklung und auch öffentlichen Wahrnehmung beigetragen zu haben. Ich freue mich auch, dass in rund 10 Jahren Hunderte von Teilnehmern meine Kurse zur Professionalisierung von Biografen durchlaufen haben und gelernt haben, sich dieses neue Tätigkeitsfeld zu erschließen. Auch die Biografinnen und Biografen, die heute hier bei uns sind und zum Gelingen beitragen, die haben zumindest einen meiner Kurse besucht und das heißt einfach, so fruchtlos können diese Kurse dann doch nicht gewesen sein. Wir setzen uns für die Förderung der Erinnerungsarbeit ein, insbesondere der Privatbiografien von Menschen, die ihre Lebenserinnerungen weniger für die Öffentlichkeit und den Buchmarkt schreiben, sondern vielmehr für die kommenden Generationen in der eigenen Familie. Stellen Sie sich vor, in 100 oder 200 Jahren finden Ihre Nachkommen die Lebenserinnerungen von Ihnen. Was glauben Sie, welche Lebens- und Erfahrungswelten sich diesen zukünftigen Erdenbürgern öffnen? Indem wir Biografien lesen, erfahren wir viel über das Leben der anderen und über Zeiten und Menschen in diesen Zeiten, aber auch erfahren wir viel über uns selbst. Fragen Sie sich, welche Biografien Sie gerne lesen und was diese Vorlieben mit Ihnen persönlich zu tun haben. Sicher finden Sie erhellende Antworten. Eine könnte lauten, dass wir uns im Leben anderer in den verschiedenen Facetten spiegeln, bis hinein in unsere Wünsche und Sehnsüchte, aber natürlich auch Ängste und Abneigungen. Wer die Lebensgeschichten seiner Eltern und Großeltern liest, wird auch viel über sich selbst erfahren. Wir spiegeln uns, bewusst oder unbewusst, in unseren Vorfahren. Vielleicht gibt es einmal die Wissenschaft der biografischen Genetik. Wir wissen heute, dass Traumata von Kriegsteilnehmern an die Kinder- und Enkelgenerationen weitergegeben werden. Und fragen Sie sich selbst, was haben Ihre Eltern und Großeltern Ihnen mitgegeben? Was geben Sie Ihren Kindern und Enkeln mit? Leben kann man nur vorwärts, schreibt der Philosoph Sören Kierkegaard. Das Leben verstehen nur rückwärts. Wer sein Leben also biografisch festhalten möchte und in der Reflexion verstehen möchte, damit jedoch Schwierigkeiten hat, der findet bei den Mitgliedern des Biografiezentrums kompetente Hilfe. Wir helfen Menschen, ihr Leben rückblickend zu erfassen, sprachlich zu gestalten und medial zu dokumentieren, als Buch, Hörbuch oder Film. Erinnerungsarbeit hat dabei weniger damit zu tun, in der Vergangenheit zu leben oder sich in ihr zu verlieren. Im Gegenteil, Erinnerung ist Gegenwart. Wir erinnern nur das, was aus der Vergangenheit gegenwärtig in uns wirkt. Und liegt diese Erinnerung noch so weit zurück? Natürlich können Erinnerungsgegenstände, Fotos, Tagebücher, Briefe und andere Objekte große Hilfen sein, um vergessen geglaubte Erlebnisse wieder zutage zu fördern. Doch an erster Stelle steht das Erzählen. Eine erste Anregung zum biografischen Schreiben lautet daher: Schreiben Sie so lebendig und sinnlich, als würden Sie es Ihrer besten Freundin oder Ihrem besten Freund erzählen. Du, ich muss dir was erzählen. So beginnen ja viele der schönsten Anekdoten. Oder Mama, erzähl doch mal, wie hast du? Oder Papa, erzähl doch mal. Kleiner Scherz am Rande. Papa, wie konntest ausgerechnet du so eine tolle Frau finden? Sie sehen, Biografiearbeit kann auch lustig sein.
Wenn Sie mit einer Biografie oder einem Biografen arbeiten, bilden Ihre Erzählungen also die Basis, die zumeist mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet werden. Diese Aufzeichnungen werden dann nicht einfach abgeschrieben, sondern umgeschrieben und geformt. Im besten Fall entsteht neben dem persönlichen Zeitzeugnis als Familienerbe auch Literatur. Schreiben ist wie Musizieren, nur mit anderem Instrumentarium. Jedes Kind kann Klaviertasten drücken, doch virtuos werden nur wenige, die viel und täglich üben, oft über Jahre und Jahrzehnte hin. So ist es ratsam, wenn Sie mit dem Verfassen der eigenen Biografie allein nicht weiterkommen, einen guten Geist zu engagieren, einen Ghostwriter, jemanden, der das Handwerk des lebendigen Schreibens beherrscht. Gehen Sie heute also mit uns auf eine kleine Reise durch die Werkstätten des Biografiezentrums in Deutschland. Hören und schauen Sie sich in Ruhe um, wie andere Menschen ihre Lebenserinnerungen mit unserer Hilfe zu Papier gebracht haben. Wer schreibt, der bleibt, sagt ein Sprichwort. Und ein anderes ergänzt, wer nach dem Tod vergessen wird, stirbt zweimal. Also schreiben Sie Ihre Biografie selbst oder lassen Sie sie von uns oder anderen Biografen schreiben. Sie finden alle Mitglieder des Biografiezentrums auch über unsere Homepage biografiezentrum.de und können Sie direkt kontaktieren. 16 Biografinnen und Biografen aus ganz Deutschland sind heute hierher gekommen, um uns 2 bis 3 vergnügliche Stunden zu bereiten. Genießen wir die Zeit. Dankeschön. Von schönen, friedlichen oder fröhlichen Erinnerungen erzählen viele Biografien. Ein Beispiel gibt ein Textauszug aus der Biografie von Frau Jutta Metzl. Sie wurde 1927 als Tochter eines jüdischen Vaters geboren. Sie hatte keine einfache Kindheit. Und doch beschreibt sie hier voller Nachdenklichkeit und Humor ihr eigenes Familienleben. Hören Sie jetzt Katja Sengelmann. Bitte schön. Mama war zufrieden gewesen, dass ich einen Richter geheiratet hatte. Sie besuchte uns einmal wöchentlich und ich wischte zuvor gründlich Staub, damit es tadellos aussah. Ich erinnere mich an eine Situation, in der Esther noch ein Säugling war. Ich näherte sie in dem kleinen Zimmer im ersten Stock und hatte meine kleine graue Wolldecke in dem anderen Zimmer gelassen. Matthias spielte auf dem Fußboden vor Mama und mir. Ich bat ihn: Matthias, kannst du mir bitte Estherchens Decke holen? Es ist hier zu kalt. Er spielte weiter. Darauf sagte ich: Tu es Esther zuliebe, hol mir die Decke. Er sprang und holte das Gewünschte. Mama hatte die Szene beobachtet und befand: Wie kannst du so mit einem Kind reden? Ein Kind hat zu gehorchen. Mama, wir machen es heute anders, antwortete ich. Eine andere Situation. Mama pflegte den Kindern Sarotti-Schokoladentäfelchen mitzubringen. Einmal hatte Matthias keine Lust, die Großmutter zu begrüßen. Dann kriegst du heute kein Täfelchen, sagte Mama. Das ließ Matthias völlig unberührt. Sie war empört. Ich fand, lass ihn doch. Es gab 2, 3 derartige Gespräche. Danach hielt sie sich aus der Erziehung raus. Sehr viel später, die Kinder waren längst erwachsen, sagte sie zu mir: Weißt du, ich war doch eine gute Großmutter. Ich bin sogar mit Matthias durch Schlachtensee gegangen, als er lange Haare hatte. Mama verbrachte ihre letzten Lebensjahre im Augustinum am Ammersee. Das Grundstück liegt leicht erhaben, beinahe direkt am See. Sie hatte es gut dort und war hervorragend betreut. Im Alter wurde sie dement. Einmal fragte sie mich: Jutta, weißt du, warum heute der rote Teppich auf der Treppe liegt? Nein, Mama, das weiß ich nicht, weil mich heute der Kaiser besucht. Als wir einmal durch den Garten der hinteren Seite schreiten, bleibt sie plötzlich stehen und blickt in die Ferne. Sie streckt ihren Arm aus und deutet auf die andere Talseite. Schau mal, Jutta,
Dieses Dorf hat Vater gekauft. Und dieses, schau mal dorthin. Mama war in einer anderen Welt. 1900 geboren, hatte sie als Kind mit Wilhelm II. Noch den letzten Kaiser von Deutschland erlebt. Nun lebte sie wieder in dieser anderen Welt. Doch zurück zur Zeit mit den Kindern. Es war zauberhaft. Die drei Geschwister liebten einander vom ersten Tage an und es war nicht ein Tag in ihrem langen Leben anders. Matthias ist jetzt immerhin 65 Jahre alt. Ich sehe diesen kleinen, zarten Kerl noch vor Esthers Bettchen stehen. Unser S, unser S. Er war von der ersten Stunde an verliebt in seine Schwester. Mit dem Bruder Stefan ging es genauso. Als der etwa 2 Jahre alt war und Esther 7, war es manchmal morgens zeitlich knapp mit Frühstück und Schulbeginn. Dann kochte ich den Haferbrei und bat Esther, Stefan anzuziehen. Stefan war ein toller Hampelmann. Ich ging am Kinderzimmer vorbei und bat, Stefan, mach deiner Schwester das Leben nicht schwer. Esther drehte sich um und sagte, Mami, der macht mir das Leben nicht schwer. Der macht sich das Leben lustig. Manchmal kochte Esther unten den Brei und rief zu mir herauf, Mami, wie viele Haferflocken soll ich nehmen? Ich antwortete, probiere es aus, dann ist es einmal zu hart und einmal zu weich und dann hast du's. Learning by doing, das war unsere Art, miteinander umzugehen. In Deutschland wurde alles abgewogen und abgemessen und dazu hatte ich keine Lust. Mit diesen Kindern war es leicht, glücklich zu sein. Ihr Vater war der fantasievollste Geschichtenerzähler, den man sich denken konnte. Jeden Abend, den Gott werden ließ, fiel ihm eine neue Geschichte fürs Kinderbett ein. Ein Jammer, dass ich keine davon aufgenommen habe. Es sind die schönsten Kinderbücher verloren gegangen. Einmal saß er müde an Stefans Bett und sagte, Stefan, mir fällt heute nichts ein. Stefan klopfte sich auf den Kopf, klopfte Bogumil auf den Kopf und befand, da ist es wieder. Und es kam. Im Bergurlaub am Heiterwanger See später bestürmten die Kinder Bogumil, das Graubrot so dünn zu schneiden, dass man durch die Scheiben hindurch den Berg Tanella sehen konnte. Tanellabrote hießen diese Schnitten fortan. Bogumil hatte einen wundervollen Umgang mit den Kindern, aber er gehörte noch der Generation Männer an, die nicht wusste, wie man eine Windel wechselt. Die Lächeln auf den Gesichtern, das ist sehr schön. 2016 ist im Verlag des Biografiezentrums eine Aufsatzsammlung herausgekommen. Wege zur Biografie. Biografien schreiben und schreiben lassen. Wir Mitglieder haben fast alle daran gearbeitet. Die Federführung für das Buch hatte Grit Kramert aus Bensheim und Michaela Fröhlich aus Frankfurt. Die Biografin Patricia Sheldon, die auch da drin mehrfach geschrieben hat, widmete sich in einem ihrer Aufsätze einer historischen Persönlichkeit. Sie suchte und erforschte die fast verwehten Spuren des jüdischen Kinderarztes Dr. Felix Blumenfeld aus Kassel. Hören Sie jetzt Patricia Sheldon, bitte. Spurensuche. Wer fand wen? Am Anfang dieser historischen Biografie war ich nicht auf Spurensuche. Ich war zu Besuch bei Barbara Bahr, meiner Freundin und ehemaligen Lehrerin, die neben ihrer Profession Jüdin, Amerikanerin und eine aktive Verfechterin von Menschlichkeit ist. An diesem Abend gab sie mir einen besonderen Brief zu lesen. Es handelte sich um einen persönlichen Brief von Dr. Felix Blumenfeld, eines in Kassel bekannten jüdischen Kinderarztes, den er im Januar 1942 an seine beiden erwachsenen Söhne schrieb, die bereits 1938 aus Deutschland geflüchtet waren. Als der Brief, den er in Sütterlin verfasst hatte, in Amerika ankam, war Dr. Blumenfeld bereits tot. Man würde vor keinem Mittel der Vernichtung zurückschrecken, so seine Einschätzung der Situation Anfang 1942 in Deutschland. Beide Söhne nahmen diese Abschiedsworte ihres Vaters mit in ihr Grab,
denn ihre Kinder waren nicht in der Lage, Sütterlin zu lesen. Sie sollten seine Worte erst viel später erfahren. Dies dauerte bis zur geplanten Niederlegung zweier Stolpersteine für ihren Großvater, zu der sie nach Kassel kamen. So durfte auch ich an diesem Abend die berührenden letzten Worte des Herrn Blumenfeld lesen, die nicht für mich bestimmt waren. Sie gingen mir sofort tief unter die Haut, über den Stein gestolpert. Etwa 60 Personen erwiesen Felix Blumenfeld an einem grauen Novembertag die Ehre und versammelten sich zur Stolpersteinverlegung im strömenden Regen vor seinem ehemaligen Wohnhaus. Inmitten der Gesellschaft hielt sich eine ältere Dame an ihrem Rollator fest. Ja, ich habe ihn noch gekannt, den Doktor, und ich will ihm heute danken. Das wollte ich schon so lange. Die 90-jährige Dame, mit der ich mich später einige Male austauschen würde, sprach mit fester Stimme in die Stille. Was für ein Mensch muss Dr. Blumenfeld gewesen sein, dem die Dankbarkeit der alten Dame 73 Jahre nach seinem Tod noch gehört? Ich stolperte im übertragenen Sinne über diesen Stein, den man für ihn legte. Wer war Felix Blumenfeld? Was machte sein Wesen aus? Was für ein Vater war er seinen Kindern? Worüber lachte er? Wofür brannte er? Ich fasste den Entschluss, die Biografie von Felix Blumenfeld zu recherchieren und zu schreiben und fing an. Welche Spur zuerst oder wie viele parallel? Am Anfang meiner Recherche begann ich Interviews zu führen mit den Menschen, die sich bereits mit Herrn Blumenfeld und seiner Geschichte beschäftigt hatten. Ich sammelte alle Informationen, die ich bekommen konnte. Im Laufe der Zeit kristallisierten sich verschiedene Tätigkeiten und Lebensphasen von Felix Blumenfeld heraus, die ich zu Beginn ungeordnet sammelte. Diese lieferten weitere Hinweise, die ich aufnahm. So erfuhr ich beispielsweise aus alten Protokollen der Stadtverordnetenversammlung von einer Beratungsstelle für junge Mütter, die Herr Blumenfeld mit der jungen Elisabeth Selbert gegründet haben soll. Im Verfolgen dieser und weiterer Spuren verbrachte ich Tage im Stadtarchiv und in Bibliotheken und noch mehr im Netz. Ich suchte nach allem, was ich unter dem Namen Blumenfeld finden konnte. Wohnungsanmeldungen, alte Zeitschriften etc. Ein stiller Ort der Begegnung. Für meinen ersten Besuch auf dem alten jüdischen Friedhof wählte ich spontan einen sonnigen Tag. Ich wusste, dass Dr. Blumenfeld und seine erste Ehefrau dort beerdigt wurden. Ich ließ mich treiben und spazierte durch die Reihen der Grabsteine. Das große Grabmal aus Sandstein lag in seiner verwitterten Schönheit mitten in der Sonne. Wichtig war für mich, in Kontakt zu treten, in einen inneren Dialog, in meinem Prozess der Annäherung an den Menschen Felix Blumenfeld. Ich wollte mehr erfahren, mehr wissen von diesem Mann, der sich in seinen Zeilen als liebender Familienvater zeigte, der als engagierter Kinderarzt eine Milchküche und Kinderklinik gründete. Was für ein Mensch war er, der so sensibel formulierte, der so klar die Ausweglosigkeit der Situation erfasste, dessen Zeilen von Würde und Stolz getragen waren. Mensch bleiben. Die über das Recherchieren inzwischen entstandene Nähe zu Herrn Blumenfeld als Person erlebe ich einerseits als Bereicherung, andererseits als Herausforderung im Schreibprozess. Denn um seine Biografie nachzuzeichnen, braucht es ein angemessenes Nähe-Distanz-Verhältnis. Felix Blumenfeld soll der Mensch bleiben, der er war. Kein Heiliger, zu dem ich ihn nachträglich versucht sein könnte zu machen. Er soll ein mutiger Mensch aus Fleisch und Blut bleiben. Ein Mensch, der es verdient hat, gewürdigt und gesehen zu werden. Dies erachte ich als die Leistung dieser Königsdisziplin Biografie. Es muss meines Erachtens beim Schreiben über historische Persönlichkeiten darum gehen, keine Person neu zu erfinden und Wissenslücken interpretierend zu ergänzen, sondern um den Versuch, das Leben eines Menschen so nachzuzeichnen und zu verstehen,
wie es die Fragmente von Fakten und brüchigen Überlieferungen zulassen, vor allem im Kontext seiner Zeit. Jede Person hat es verdient, Mensch zu bleiben und als solcher gewürdigt zu werden. Nicht weniger sollte das Ziel des Biografen sein. Danke. Dieses Buch, wo die Claudia Storsberg mitgearbeitet hat, das ist keine klassische Biografie. Es ist ein Sachbuch, aber mit der biografischen Vorgeschichte von Autor Emil Morsch und seinem Sohn Stefan. Emil Morsch verlor seinen Sohn Stefan in den 1980er Jahren durch Leukämie. Der Vater gründete daraufhin die Stefan-Morsch-Stiftung und das ist die älteste Stammzellspenderdatei Deutschlands. Frau Storsberg, bitte. Danke, Andrea Richter. Meine Damen und Herren, die Behandlung von Leukämie hat seit 1984 riesige Fortschritte gemacht. Ich hoffe trotzdem, dass niemand von Ihnen sich damit beschäftigen musste oder muss. Folgendes ist gut zu wissen für das Kapitel, das ich lesen werde. Leukämie zerstört die Stammzellen, in denen ständig neues Blut entsteht. In Stefans Familie gab es keinen geeigneten Spender von Stammzellen für ihn. In Europa wurden 1984 noch keine Transplantationen mit nicht verwandten Spendern gemacht. Deshalb die Reise der Familie nach Seattle in den USA. Auch in den USA hatte man 1984 wenig Erfahrung mit Fremdspendern. Anders als heute üblich kannte die Familie den Spender Terence Bailey persönlich, es war ein Engländer, und wusste, dass er zur Transplantation aus London anreisen würde. Es erzählt Emil Morsch, der Vater von Stefan. Über die Immunabwehr des Patienten wusste man damals noch nicht viel. Die aggressive Wirkung der Stammzellen, der fremden Stammzellen im Körper des Kranken, begann man gerade zu erforschen. Stefan war der erste Europäer, der eine Transplantation mit dem Knochenmark eines nicht verwandten Spenders bekam. Sozusagen Versuchsobjekt, so seltsam das klingt. Wir sagten lieber Pionier. Am 31. Juli 1984 bereitete man Stefan zur Transplantation vor. Und Hiltrud und ich warteten im Hotel auf Terence Bailey, den Stammzellspender. Aber er kam nicht. Und er kam nicht. Und so oft wir zur Uhr und zum Hoteleingang schauten, er kam nicht. Man konnte nun nicht einfach abwarten, bis er eintraf, denn das harmlos klingende Wort vorbereiten bedeutet in Wirklichkeit eine tödliche Gefahr. Eine Ganzkörperbestrahlung und eine Chemotherapie, die das Knochenmark des Patienten vollkommen auslöschen und zerstören. Nur so kann man sicher sein, die Leukämie völlig abzutöten. Danach können die transplantierten, gesunden Stammzellen ein neues Knochenmark aufbauen. Nun lag Stefan da, aber wie konnten wir den Spender erreichen? Mobiltelefone gab es ja noch nicht. Die Anspannung wuchs ins Unerträgliche. Wo war Bailey? Würde er kommen, wie er versprochen hatte? Was hielt ihn auf? Hatte er es sich anders überlegt? Aber er hatte doch mir im Gespräch zugesichert, dass er Stefan helfen wollte. Ich vergesse nie, wie wir in diesem Hotel abwechselnd auf der Fensterbank saßen und auf den Eingang und den Parkplatz starrten, ob da endlich der Lebensretter vorfuhr.
Die ganze Klinik forschte nach ihm. Abgeflogen in London war er. Das wurde uns aus England mehrfach versichert. Was um Himmels Willen war dann geschehen? Stefan hatte man mit Chemotherapie und Bestrahlung behandelt und in einen speziellen Raum gebracht. Die Stammzellen mussten nun rasch gegeben werden. Ohne konnte er nicht lange überleben. Infektionen drohten. Selbst gegen den winzigsten Schnupfen konnte sich Stefans Körper nicht wehren. Ein Abwehrsystem war nicht mehr vorhanden. Das Zeitfenster war klein. Dieses Warten war unglaublich belastend. Wir riefen überall an. Wusste Bailey nicht, wie wichtig sein rechtzeitiges Erscheinen war? So viele Hindernisse hatten wir überwunden. Und nun das? Später stellte sich heraus, Bailey war zu einem Vortrag eingeladen worden. Leider hatte er das niemandem gesagt und saß dort unerreichbar. Irgendwann erschien er dann aber in der Klinik. Und man rief uns sofort an. Endlich war die Warterei zu Ende. Und nun begann eine neue Art der Anspannung. Es gab noch keinen gewohnten, immer gleichen Ablauf der Transplantation. In Stefans Fall war das Fernsehen sozusagen dabei. Wir besitzen Fotoaufnahmen, die zeigen, wie unser Sohn auf dem Klinikbett in den OP gerollt wurde. Das würde man heute nicht mehr so machen. Trotz allem, die Knochenmarktransplantation gelang. Und bald ging es Stefan besser. In den Tagen darauf wuchs das Transplantat an und ein neues blutbildendes System begann zu wachsen. Auf einer Pinnwand auf der Station konnten wir die Leukozytenzahlen täglich mitverfolgen. Später hat man uns gefragt, warum Stefan in den USA so oft im Fernsehen zu sehen war. Die heimische Presse begleitete uns stets. Fernsehteams kamen täglich. Sie fragten jedes Mal vorher, ob er sich stark genug dafür fühlte. Stefan mochte den ganzen Rummel nicht. Wir erklärten ihm, die vielen Geldspender aus Deutschland wollten nun wissen, ob der Junge auch geheilt wird. Hätten wir die Öffentlichkeit nicht einbezogen, wäre es wahrscheinlich nicht zu seiner Heilbehandlung gekommen. Wir sagten, Stefan, sei aufgeschlossen. Es geht jetzt um dein Leben. Abends erschien in den Nachrichten das Bild des Jungen, an dessen Schicksal viele Menschen auch in den USA Anteil nahmen. Oh, er fühlt sich gut, really good news. Und dann gab es Zeiten, in denen es ihm schlecht ging. Manchmal sehr schlecht. Dann weinten manche, die das im Fernsehen mitverfolgten. Eine Reporterin ist mir positiv in Erinnerung geblieben. Sie kam mit ihrem Team und begann, die Aufnahmegeräte aufzubauen. Manchmal baten wir, heute ist er nicht gut beieinander. Bitte nehmen Sie Rücksicht. Dann antwortete sie, oh, sorry, klar. Und sie bauten die ganze Ausrüstung wieder ab. Trotzdem eine extrem anstrengende Situation. Das große öffentliche Interesse freute uns, weil es in dieser schwierigen Zeit half. Aber die Zeitungen und Zeitschriften, Kameras, Pressekonferenzen und Post aus dem In- und Ausland mussten bewältigt werden. Vor allem quälte uns die schreckliche Furcht vor dem Unvorstellbaren, davor Stefan zu verlieren. Die Furcht war immer furchtbar real. Da saß ich nun und wurde vor laufenden Fernsehkameras und einem Pressepulk gefragt, ob und wie ich denn jetzt weitermache. Was meinten die Leute mit weitermachen? Ob ich mich auch um andere Patienten kümmern würde? Viele Leukämiekranke, alle verzweifelt, genauso wie wir, hatten durch uns von der neuen lebensrettenden Möglichkeit erfahren. Sie riefen an, sie schrieben, an wen können wir uns wenden? Diese Menschen weist man nicht leichten Herzens ab. Und so steckte ich plötzlich in einer unbekannten Rolle. Spender. Ja, natürlich muss man Spender gewinnen, Knochenmarkspender. In Deutschland wären sicher viele bereit, sich zu melden. Aber wo? Es gab 1984 weltweit keine Spenderdatei für Knochenmarkspender. Die müsste erst einmal aufgebaut werden. Und da gab es diesen unglaublichen Moment, ein Gänsehautmoment. Der Auslöser, der uns seither immer weitermachen lässt, nun über 30 Jahre lang, und der Erstaunliches hat entstehen lassen.
Ich saß an Stefans Bett und fragte mich, wo sollte ich die Kraft für so eine riesige Aufgabe hernehmen? Da griff Stefan ein. Er sagte diesen einen Satz. Papa, ich mach dir das doch alles. Er meinte, mit dem Computer. Das war ja sein Gebiet. Er war auf dem Wissensstand der Entwicklung, kannte sich wirklich gut aus, anders als ich damals. Ich wollte nur eins, unseren Sohn durchbringen. Eine Autorität in Sachen Stammzelltransplantation oder der Typisierung von Fremdspendern zu werden, auf Augenhöhe mit Professoren, das hatte ich mit Sicherheit nicht vor. Ich hatte keinerlei Vorstellung, was aus den Fragen der Leute einmal entstehen sollte. Es gab nur den Augenblick an Stefans Krankenbett. Das, was er sagte, hatte ein besonderes Gewicht. Und seine Idee war der zündende Funke. Später betrachteten wir es wie sein Vermächtnis. Er nahm sich etwas vor, aber er konnte es nicht mehr umsetzen, weil er zu früh starb. Also taten wir es natürlich für ihn. Was sonst? Dort, an seinem Bett und in einer Pressekonferenz vor all den Fernsehkameras, fiel die Entscheidung über unsere künftige Arbeit. Stefan hatte den Weg gebahnt. Im letzten möglichen Moment hatte er gezeigt, dass die grausame Krankheit Leukämie besiegt werden konnte. Das ist Stefans Vermächtnis. Danke. Jetzt kommt eine Programmumstellung. Wir haben eine Lesung jetzt von nach der Pause nach vorne gezogen. Und zwar von Sonja Richter. Sonja Richter erforscht und dokumentiert das Leben ihres Großvaters Johannes Richter. Er hatte, wie so viele andere auch, das Pech, zur falschen Zeit zu leben. Statt sich eine berufliche Existenz aufzubauen und eine Familie zu gründen, musste er in zwei Kriegen kämpfen. Das erste Mal mit 19 Jahren. Bitte, Sonja Richter, danke. Ja, vielen Dank und hallo. Ein kurzer Hinweis. Das Buch ist noch nicht veröffentlicht, deswegen sehen Sie hier auch kein Buchcover, sondern ein Bild, das mein Großvater zeigt, genau in diesem zarten Alter von 19 Jahren. Ja, mein Opa Johannes Richter ist 82 Jahre alt geworden. In dieser Zeit hat er 4 politische Systeme und 2 Weltkriege erlebt. Fast 10 Jahre seines Lebens hat er als Soldat im Kriegseinsatz verbracht, ein Jahr in einem britischen Internierungslager. Über all das hat er so gut wie nichts erzählt und ich konnte ihn auch nicht mehr dazu befragen, da er starb, als ich gerade mal 9 Jahre alt war. Doch zum Glück hat er zahlreiche Spuren hinterlassen, von denen sich viele bis heute erhalten haben. Zum Beispiel ein Schuhkarton voller Briefe und Karten aus dem Ersten Weltkrieg, Fotos, seine Entnazifizierungsakte und vieles mehr, teils innerhalb der Familie noch zu finden, teils in Archiven verwahrt. So habe ich sein bewegtes Leben in wesentlichen Teilen rekonstruieren und dokumentieren können. Ja, Johannes wurde 1895 im Dorf Gerde in der Nähe von Osnabrück als 4. Kind des dortigen Pastorenehepaares geboren, wuchs die ersten Jahre relativ behütet im Kreise seiner Geschwister auf. 1906 stirbt dann überraschend der Vater an Herzversagen. 3 Jahre später zieht seine Mutter mit allen 5 Kindern in die Universitätsstadt Göttingen, wo Johannes das Gymnasium besucht und an Ostern 1915 das Abitur machen will, um dann anschließend zu studieren. Doch es kommt anders. Nach Ostern 1914 beginnt für Johannes sein letztes Schuljahr. Er ist jetzt Oberprimaner und steuert allmählich auf die Abiturprüfungen zu, die im Frühjahr 1915 anstehen.
Mittlerweile lernt er 5 Sprachen neben Latein, Griechisch und Französisch, auch Englisch und Hebräisch. Im ersten Deutschaufsatz muss er sich mit Schuld und Schicksal in Schillers Braut von Messina auseinandersetzen. Im Mai geht es auf Klassenfahrt, Mitte Juli beginnen die Sommerferien und Johannes fährt wie üblich aufs Land nach Bottom in die alte Heimat. Das ist ein Bauernhof, der der Familie der Mutter gehört, wo sie immer Urlaub machten. Ich weiß nicht, ob die beiden, Johannes oder sonst jemand in der Familie, täglich die Zeitung gelesen haben, aber ich vermute es. In Göttingen gab es damals 2 Lokalblätter, das bis heute bestehende Göttinger Tageblatt und die Göttinger Zeitung. Auch am 30. Juni 1914 bietet das auflagenstärkere Tageblatt wie immer eine bunte Mischung aus nationalen, internationalen und regionalen Nachrichten und Berichten. Dazu die aktuelle Folge des Fortsetzungsromans »Das Geheimnis von Siebenstein« sowie Werbeanzeigen lokaler Unternehmer und private Kleinanzeigen. Es wird über die feierliche Beerdigung des Herzogs von Meiningen berichtet, der nicht standesgemäß verheiratet war, über das Sommerfest der Deutsch-Hannoverschen Partei und den Feuerwehrkreisverbandstag. In Hannover ist die Leiche eines Neugeborenen gefunden, in Hildesheim ein Mann wegen versuchter Vergewaltigung verhaftet worden. Die Bienenvölker in der Lüneburger Heide geben Anlass zur Sorge und Göttinger Hauseigentümer werden zur Mückenbekämpfung in ihren Gebäuden aufgerufen. Ein örtlicher Zahnarzt wirbt für künstliche Zähne von der einfachsten bis zur elegantesten Ausführung. Ein Modegeschäft für einen großen Saisonausverkauf am nächsten Tag. Ein Lebensmittelhändler preist feinste neue Heringe an. Ein anderer frische Heidel, Johannes und Stachelbeeren. Ein Großteil der ersten und zweiten Seite allerdings füllt die Berichterstattung zu einem Ereignis, das sich vor 2 Tagen im fernen Sarajevo abgespielt hat. Die Ermordung des österreichischen Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand und seiner Frau Sophie durch den 19-jährigen bosnisch-serbischen Nationalisten Gavrilo Princip. Die Zeitung schildert den genauen Tathergang, erste Ermittlungsergebnisse und die internationalen Reaktionen auf das Attentat. Dahinter stecke möglicherweise eine großserbische Verschwörung, heißt es in dem Artikel. Heute wissen wir, dass dieses Attentat der Auslöser einer Entwicklung ist, die einen guten Monat später in den Ersten Weltkrieg führt. Doch was denken die Leser des Göttinger Tageblatts damals? Wird im Hause Richter über mögliche Folgen auch für Deutschland spekuliert? Vermutlich verfolgt man die weitere Entwicklung mit einem leicht mulmigen Gefühl und geht ansonsten seinem Alltag nach. Bis heute streiten Historiker darüber, welche Schuld Deutschland an dem Ausbrechen des Krieges trägt. Für das Göttinger Tageblatt, dessen Berichterstattung in erster Linie auf Verlautbarungen der deutschen Regierung beruht, ist indes klar. Der Krieg wurde Deutschland von den anderen Mächten aufgezwungen. Und es geht nun darum, mit allen Mitteln das Vaterland zu verteidigen. So findet sich in der Ausgabe vom 5. August eine längere Schilderung des Kriegsausbruchs, in der Russland und Frankreich für diesen verantwortlich gemacht werden. Im letzten Abschnitt heißt es zusammenfassend, ich zitiere, diese amtlichen klaren Darlegungen der deutschen Regierung zeigen, mit welcher kühlen, zielbewussten Feindseligkeit und mit welcher hinterhältigen Verleugnung von Ehre, Treue und Glauben, an der auch der Herrscher aller Reußen beteiligt war, der Krieg von unseren beiden tückischen Gegnern von langer Hand vorbereitet und begonnen worden ist. Für Johannes ist sofort klar, dass auch er sich zur Verteidigung seines Landes zur Verfügung stellen wird. Bereits am 2. August, dem ersten Mobilmachungstag, schreibt er seiner in Göttingen verbliebenen Mutter, liebe Mama, deine Karte habe ich gekriegt. Besten Dank. Nun ist mobil. Ich habe vor, mich zu stellen und werde wahrscheinlich, wenn die Züge so gehen, Dienstag oder so nach Hause fahren. Hier geht es allen gut, schon viel Roggen eingefahren. Onkel Hermann hat fürchterliche Angst. Ganz lächerlich. Auf Wiedersehen, euer Johannes. Nicht nur er will sich stellen, sondern auch alle seine Mitschüler. Nur wenige Tage später finden am Königlichen Gymnasium in Göttingen Notreifeprüfungen statt. 32 Schüler aus den obersten Klassen nehmen daran teil, darunter Johannes. Für den Deutschaufsatz werden die Schüler gebeten, ein Zitat aus Schillers Braut von Messina zu interpretieren, die ja in diesem Schuljahr auch von der Oberprima durchgenommen wurde. Das Zitat lautet, der Krieg lässt die Kraft erscheinen. Alles erhebt er zum Ungemeinen. Selber den Feigen erzeugt er den Mut.
Die Einstellung, dass Krieg nicht nur ein Unglück sei, sondern auch Gutes hervorbringe, ist den Schülern damals keineswegs fremd. Sie entspricht dem militaristischen Zeitgeist und wurde schon lange in der Schule propagiert. Da schreibe ich auch im vorherigen Kapitel. Sie ist auch keineswegs so ganz abwegig, ist Deutschland doch aus dem Krieg von 1870-71 gegen Frankreich geeint und gestärkt hervorgegangen. Nun wird von den Abiturienten erwartet, das aktuelle Geschehen in diesem Sinne zu deuten, was ihnen vermutlich nicht schwer fällt. Sämtliche Abituraufsätze aus diesem Jahr sind erhalten und heute im Stadtarchiv Göttingen einsehbar, auch der meines Großvaters. Ein, wie ich finde, sehr berührendes Zeugnis des damaligen Zeitgeistes, der die bürgerliche Jugend zu den Fahnen eilen ließ. Ich zitiere jetzt aus dem Aufsatz meines Großvaters. 40 Jahre lang durfte unser liebes Vaterland Ruhe und Frieden genießen. Mächtig entwickelte es sich auf allen Gebieten. Kein Mensch dachte daran, dass diese gesegnete Zeit durch die Böswilligkeit und Tücke unserer Nachbarn so schnell ein Ende nehmen könnte. Jetzt bricht eine ungeheure Gefahr über Deutschland herein, der Krieg. Nun droht ein scharfer Frost, den schon aufblühenden Frühling unbarmherzig zunichte zu machen. Die Großmächte haben sich verschworen, uns zu verderben. Schier unmöglich scheint manchem nüchternen Denker unser Sieg. Man sollte verzagen. Aber der Krieg lässt die Kraft erscheinen, sagt Schiller in der Braut von Mizina. Der Krieg lässt die Kraft erscheinen, das lehrt uns diese Zeit. Wir Jungen fühlen es ja am eigenen Leibe, wie die Kraft, die in uns schlummerte, erwacht. Bisher fehlt ihr nur die Gelegenheit, sich für eine große Sache zu betätigen. Wie gern wollen wir jetzt die Anstrengung des Soldatenlebens ertragen? Wie wacker wollen wir uns schlagen, wenn wir nur erst fest im Sattel sitzen und Lanze und Karabiner beherrschen? Ich bin überzeugt, dass jeder deutsche Soldat jetzt von demselben unbändigen Kraftgefühl durchdrungen ist, das ich in mir fühle. So, ich lasse jetzt einen größeren Teil weg und lese noch den letzten Absatz vor. Die Kraft entspringt aus der Begeisterung, ohne die kein Sieg erfochten werden kann. Unseren braven Kriegern fehlt es weder an Kraft noch an Begeisterung. Ein jeder hofft fest auf den Sieg unserer gerechten Sache. Ich bin gewiss, der Sieg wird uns krönen, wenn wir ins Feld ziehen, mit Gott für König und Vaterland. Ja, die jahrelange patriotische Erziehung hat auch bei Hannes ihre Wirkung nicht verfehlt. Einige seiner Klassenkameraden lassen sich allerdings noch deutlich stärker von dieser nationalistischen Welle mitreißen. Zum Beispiel schreibt sein Klassenkamerad und Freund Paul Schmidt: Wie viel überwiegt all die Schrecken des Krieges, das herrliche, erhebende, das er mit sich bringt? Und anschließend verdammt er jede andere Sicht der Dinge. Wer aber an der erhebenden Begeisterung der letzten Tage achtlos vorübergegangen ist und wem das Herz nicht höher geschlagen hat bei dem jubelnden Auszug der Truppen, der ist nicht wert, ein Deutscher zu sein. Auch die Übersetzung eines Textes aus dem Altgriechischen, die Johannes und seine Mitschüler anfertigen müssen, handelt von ausziehenden Kämpfern. Und selbst die Mathearbeit ist ganz auf der Höhe der Zeit. So muss Johannes in der schriftlichen Abiturprüfung unter anderem folgende Aufgabe lösen. Von einer Strandbatterie A liegt eine andere, mit ihr telefonisch verbundene B, 12,9 Kilometer in der Richtung Nord, 31 Grad West entfernt. Von B aus beobachtet man ein feindliches Schiff in der Richtung Ost 9,4 Grad Nord. Von A aus in der Richtung Nord 15,8 Grad Ost. Wie weit ist das Schiff von A und B entfernt? Sollte jemand von den Schülern Zweifel gehabt haben oder einfach nur Angst, wird er sie vermutlich für sich behalten haben. Also ich gehe jetzt nochmal auf diesen Aufsatz zurück auch. Um nicht die Verachtung von Mitschülern und Lehrern und ein schlechtes Abitur zu riskieren. Jedenfalls ist am 11. August im Tageblatt zu lesen, die Notreifeprüfungen haben am 4. und 9. August stattgefunden. Alle 32 Primaner, die sich gemeldet hatten, sind für reif erklärt worden. Außer ihnen verlassen auch noch 15 Lehrer sowie 23 Schüler aus den unteren Klassen die Schule, um im Heer zu dienen.
Überall in der Region werden in dieser Zeit Notreifeprüfungen abgehalten, damit die ältesten Schüler mit einem Abschluss in der Tasche in den Krieg ziehen können. Keine Schule und kein Schüler will als Drückeberger dastehen. Am 15. August wird Johannes zusammen mit anderen Göttinger Kriegsfreiwilligen feierlich vereidigt. In einer durch und durch christlichen Zeremonie stellt man ihnen den Beistand Gottes in Aussicht, wenn sie auf ihn vertrauen und im Feld ihren Mann stehen. Voller Stolz und Rührung wird noch ein Dreivierteljahr später der Schulchronist des Königlichen Gymnasiums darüber berichten. Ich zitiere: 56 Schüler der Anstalt zogen also ins Feld. Mit heißer Begeisterung folgten alle dem Rufe ihres Kaisers und Königs. Und nie werden wir die Stunde vergessen, da die jungen Krieger auf dem weiten, bergumkränzten Felde an der Stadt versammelt, nach feierlichem Gottesdienste den Fahneneid in unserer Gegenwart leisteten. Wie kräftig klang das arme Lied vom Gott, der Eisen wachsen ließ und keine Knechte wollte, zu den waldgekrönten Hügeln empor. Wie andächtig lauschten die Jünglinge den mahnenden und anfeuernden Worten des Geistlichen. Wie laut schallte der Schwur, wie leuchteten die Augen, als alle beim Abmarsch von der Feierlichkeit die Wacht am Rhein anstimmten. Ja, so begann das Soldatenleben von Johannes und seinen Mitschülern. Die ersten Todesmeldungen ließen nicht lange auf sich warten. So, Bartholomäus Hinterseher wurde 1931 geboren. Er stammt aus der großen Hinterseer-Familie, aus der einige Namen besonders bekannt sind. Zum Beispiel Hansi Hinterseer, ehemaliger Skirennläufer und Schlagersänger, und sein Neffe Lukas Hinterseer, österreichischer Fußballspieler in der deutschen Bundesliga, VfL Bochum. Die männliche Linie von Bartholomäus Hinterseer reicht sehr, sehr weit zurück, bis ins Jahr 1398. Das sind mittlerweile 17 Generationen. Andrea Richter hat in der Hinterseer-Biografie den großen Bogen geschlagen. Von seinen Vorfahren über sein Leben, das immer auch Arbeiten war, bis zu der deutschlandweit vertretenen Firma Parkett Hinterseer. Hören Sie nun von Andrea Richter die Geschichte des kleinen Bartel, wie er als dritter Sohn in einer kleinen Sägerei am Fuß der bayerischen Berge aufwächst und als Jugendlicher in den Krieg hineinwächst. Andrea Richter. Vom Schnuller zum Karabiner. Mein Vater lud gerade eine Fuhre Baumstämme ab, als Tante Leni, seine Schwester, zum Fenster hinaus rief: Josef, wir haben wieder einen Bartel. Tante Leni hatte meiner Mutter Crescentia bei meiner Geburt geholfen und konnte somit laut über den Hof verkünden: Nein, keinen Erstgeborenen, keinen Hinterseer-Stammhalter. Diesen Part hatte schon 9 Jahre früher mein Bruder Josef übernehmen müssen. Und Martin, mein zweiter älterer Bruder, war auch schon 4 Jahre vor mir da. Ich, der kleine Bartel, blieb ein paar Jahre lang der jüngste Familiensproß. Dann kamen im Wechsel meine Schwester Resi, mein Bruder Peter und als letzte meine Schwester Lisi. Zum Glück ließ Mutter sich und uns immer ein bisschen Zeit zwischen den neuen Geschwistern. So konnten wir uns gut an sie gewöhnen. Das war nötig, denn unsere Familie war nicht reich und lebte eher bescheiden in einer eigenen Sägerei in Josefsthal 27.
Die großen Buben mussten sich eine Dachkammer teilen und die Kleinen schliefen bei ihren Eltern im Schlafzimmer. Tagsüber tummelten wir uns in Mutters Stube oder draußen. Dort gab es viel Platz zum Toben und demnach weniger geschwisterliche Reibereien. Für mich als Kind war es das Selbstverständlichste der Welt, hier in Josefsthal aufzuwachsen, zwischen dem Schliersee und den hohen Bergen und inmitten von Holz, inmitten von sehr viel Holz. Meine erste Erinnerung ist, dass ich mit meinen Eltern auf die Rotwand stieg. Da war ich 4 Jahre alt. Der stundenlange Aufstieg hatte mich erschöpft und ich schlief auf der Wirtshausbank ein. Nicht mit einem, sondern gleich mit 4 Schnullern in der Tasche. Vielleicht hat man mir auch die Geschichte mit den Schnullern so oft erzählt, dass ich selbst glaube, dass ich sie erlebt habe. Meine Brüder haben mich jedenfalls noch lange wegen meinem Schnullersortiment aufgezogen. Wir überspringen 2 Jahre im Leben des kleinen Bartel. Zeitgleich zum Beginn des Zweiten Weltkriegs im September 1939 war ich alt genug für den Ernst des Lebens. Ich musste zur Schule. Am ersten Schultag in der Volksschule von Neuhaus stellte mir Lehrer Meier meine Griffelschachtel unters Kinn, damit ich mich nicht zu tief auf die Schiefertafel runterbeugte. Beim Diktat sagte er immer, fein auf, dick ab, ein auf, Dipferl drauf. Das war das kleine deutsche I, also das war das kleine I in der deutschen Schrift. Unser Nazi-begeisterter Lehrer Meier führte uns Buben sofort zum Jungvolk. Bereits mit 8 Jahren ging ich mit Vetter Simmerl zum Bandlager nach Weyern. Eigentlich musste ein Pimp mindestens 10 Jahre alt sein. Im Bandlager begann der Tag mit Waschen am kalten Bach, dann Flagge hissen und singen der Nationalhymne mit dem Horst-Wessel-Lied. Danach gab's Frühstück mit Tee und Brot. Nach dem Frühstück begann der Ausmarsch mit dem Miesbacher Fanfarenzug und Landsknechtstrommeln. Anschließend Geländeübung und am Nachmittag Waffenhandhabung mit Luftgewehren und danach Schießen. Auch ich, der 8-Jährige, musste mit dem Luftgewehr schießen. Man teilte mir mit, dass ich eine Fahrkarte geschossen hätte. Danach fragte ich meinen Vetter Simmerl, ob ich mit der Fahrkarte wieder nach Hause fahren kann. Simmerl sagte, du Depp, du hast daneben geschossen, das sind Fahrkarten. Im nächsten Jahr war ich nochmal im Bannlager. Es hat 14 Tage lang geregnet. Wir konnten noch nicht mal aus den Zelten zum Austreten. Unser Jungenschaftsführer, der uns immer gequält hat, hatte seinen Feldkessel neben dem Zelteingang stehen und ich habe in der Nacht in den Kessel gebieselt. Das war die kleine Rache eines 9-Jährigen. Mein Vater konnte mit Beginn der Kriegsaufrüstung das Sägewerk intensiver betreiben. Grund war sein Eintritt in die NSDAP. Der Eintritt war vom Forstmeister Ernst erzwungen worden. Vater hätte nämlich sonst kein Rundholz mehr vom Staat kaufen können. Beim Besäumen der Bretter fielen links und rechts meterlange Spreißel ab, die an der Hauswand lehnten wie spitzige Holzberge. Mutter zog die Spreißel auseinander und hackte sie dann in Stücke. Nach der Schule waren wir Kinder dran, diese Spreißelteile als Brennholz aufzuschichten. Das war der Beginn der Gewöhnung an die Arbeit. Uns Kinder freute das gar nicht. Bei Kriegsbeginn mussten viele Männer einrücken, auch mein Vater, der schon im Ersten Weltkrieg mitgemacht hatte. Meine Brüder Sepp und Karl wurden ebenfalls eingezogen nach Frankreich. Alle jungen Männer der Josefsthaler Straße, insbesondere die ganze Schuhplattlergruppe, mussten zum Militär. Allein aus unserer Straße kamen 10 Männer nicht mehr zurück. Sie sind alle im Krieg gefallen. Der Krieg erreichte vom Beginn an auch uns Kinder. Bei uns wurden Langlaufwettbewerbe abgehalten, zusammen mit den Rekruten des Militärs.
Sieger waren meist die Simon-Brüder und der Huber-Toni. Die Ausrüstung mit Loden und Schneestrümpfen und schlechten Schuhen war sehr dürftig. Im Lauf des Krieges wurden die Lebensmittelmarken eingeführt. Es gab von allem immer weniger. Und es gab keine Bananen mehr. Das war schlimm für mich. Alles war reglementiert. Vielleicht waren wir auf dem Land besser dran als die Stadtmenschen. Dank der Schwester meiner Mutter, der Tante Marie Holzer aus Parsberg, konnten wir bei ihr immer Topfen, also Quark, abholen, Obst und Milch. Da sind wir mit dem Fahrrad hingefahren. Die Nachbarin David stellte uns in der Dunkelheit eine Flasche Milch beim Fenster raus. Aber auch das wurde später verboten. Bei der Kapitulation am 5. Mai 1945, da war ich noch keine 13 Jahre alt, war alles voller Militär. Eine Kompanie Wehrmachtssoldaten rollte mit einem Lastwagen vor. Der Fahrer schenkte mir einen Karabiner, den er wohl loswerden wollte und über den ich mich sehr freute. Ich versteckte ihn sofort. Die Wehrmachtssoldaten suchten als Zuflucht eine abgelegene Alm. Vetter Simmerl und ich führten die Soldaten auf die Angelalm, wo sie keiner finden sollte. Wir gingen zurück und hatten aber Bedenken. Die SS beschoss immer noch die Amerikaner. Das war nur 10 Kilometer entfernt in Hausham. Als die Amerikaner dann anrückten, war die Josefsthaler Straße voll mit Trossfahrzeugen und fliehenden, schutzsuchenden Lanzern. Die Amerikaner entwaffneten alle. Zimmermeister Greger, dessen 3 Söhne im Krieg bereits gefallen waren, setzte sich auf ein Pferd und ritt den Amerikanern entgegen. Nachbar Albert Sepp sagte zu ihm: Du spinnst. Die Amerikaner hielten uns alle für Werwolf verdächtig und durchsuchten unser Haus gleich 2-mal. Alle Betten wurden von den GIs zum Fenster rausgeworfen. Wir hatten aber nur ein Flohbad Kleinkaliber und ein Zimmerstutzen. Im Spitzengebiet wurden die Trosspferde ausgespannt und Lebensmittel auf den Almen abgeladen. Mein Bruder Martin und ich hörten davon und gingen rauf auf den Spitzing. Wir fanden aber keine Lebensmittel, nur 2 weggeworfene Reitsattel. Wir sattelten sie auf 2 rumlaufende Pferde und ritten heim. Die Amerikaner hatten eine Sperrstunde um 20 Uhr verfügt, aber wir kamen erst nachts um 10:30 nach Josefsthal zurück. Zum Glück blieben wir unentdeckt. Zu Hause beschimpfte man uns. Zudem war die Sorge groß, weil auf Waffenbesitz die Todesstrafe verhängt war. Mein älterer Bruder befragte mich intensiv und ich rückte damit heraus, dass ich ein Gewehr versteckt hatte. Der Bruder warf es nachts heimlich irgendwo in den Hachelbach. In den letzten Kriegstagen war mein Mitschüler Röhrl Toni von unserem Obernazi-Lehrer Meier noch gewatscht worden, weil er nicht mit Heil Hitler gegrüßt hatte. Als dann die Amerikaner in Neuhaus einrückten, begegnete der Röhrl Toni wieder dem Lehrer Meier und sagte Heil Hitler. Er bekam vom Meier wieder eine Watschen. Für Obernazi-Lehrer Meier begann eine schwere Zeit. Die Seitz-Brüder, die Söhne von Filmregisseur Franz Seitz Senior, schlugen ihn und sperrten ihn ein. Franz Seitz Junior erhielt viele Jahre später, 1980, einen Oscar für das Drehbuch der Verfilmung Der Blechtrommel. In der Nachkriegszeit gab es in der ganzen Umgebung noch viele Waffen und Munition. Der Solinger Sigi ließ eine Eierhandgranate fallen. Sie explodierte, er wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus nach Hausham. Ebenso zerfetzte eine geplatzte Granate die Hand von Esther Maria, einer Mitschülerin. Die Bauern bezogen schon die Almen und die Amerikaner führten überall Kontrollen durch. Auf der Stockeralm war der Hüterbub Alfred. Er bot den Amerikanern weggeworfene Pistolen und Gewehre zum Tausch gegen Lebensmittel und Zigaretten. Im Wald und Gebirge gab es viel Wild, das von Teilen der Bevölkerung aus Hunger erlegt wurde. Man musste sehr aufpassen, dass einen die Amerikaner nicht mit Waffen erwischten. Niemand durfte Waffen besitzen, nicht einmal die jagdberechtigten Forstleute und Jäger.
Natürlich deckten wir uns insgeheim trotzdem mit konfiszierten Waffen und passender Munition ein. Am Elternhaus hefteten die Amerikaner eine Beschlagnahme der amerikanischen Militärregierung an die Haustüre. Damit war die Entnazifizierung eröffnet. Verschiedene örtliche Parteigrößen wurden verhaftet. Ich erinnere mich an den Polen Frank, er stammte von hier. Hans Frank war der Generalgouverneur des besetzten Polen gewesen. Man nannte ihn den Schlechter von Polen oder den Judenschlechter von Krakau. Er hatte hier in Neuhaus einen Wohnsitz, wurde hier verhaftet und nach dem Nürnberger Prozess 1946 gehängt. Beim Schnapperwirt in Neuhaus eröffnete jetzt wieder die Schule. Nach den aufreibenden, aber auch aufregenden Zeiten der Kriegsjahre und der Nachkriegsmonate mussten wir nun wieder die Schulbank drücken. Danke. Noch ein kleiner Nachtrag. Herr Bartholomäus Hinterseer ist leider Ende 2016, 5 Monate nach Fertigstellung dieser, ich glaube, wirklich sehr schöne Biografie und Familienchronik gestorben. Es ist aber seine, ich möchte Frau Reni Kirchner danken, das war seine jahrzehntelange Lebensgefährtin. Und sie hat ihn und mich beim Wachsen und Werden wirklich dieser Chronik und Biografie ganz toll unterstützt. Dankeschön. Also Sie sehen vielleicht schon am Titelbild, jetzt kommt was Spezielles, Tolles. Also bei der nächsten Lesung werden wir abheben in ungeahnte biografische Sphären. Zusammen mit der Autorin Ashley Aden arbeitet Dr. Ralf Wilms bereits seit 2015 an einem sehr speziellen biografischen Projekt. Die Online-Publikation im Internet umfasste weit über 2000 Seiten und ist bis heute noch nicht beendet. Auszüge daraus sollen 2018 als Buch erscheinen. Dr. Ralf Wilms wird Ihnen jetzt darüber mehr erzählen. Lassen Sie sich mitnehmen. Bitte schön. Ich glitt hinab in einen sehr tiefen Erlebnisbereich, wo es gleich um den archetypischen Kampf von Gut und Böse ging. Dieser Kampf der Kräfte des Lichts gegen die Kräfte der Dunkelheit fand auf allen möglichen Ebenen statt. Die Kräfte der Dunkelheit drohten die Kräfte des Lichts zu besiegen, aber am Ende gelang es ihnen nicht. Es war ein ständiges Hin und Her, wo weder Gut noch Böse den entscheidenden Akzent setzen konnten. Auf dem Höhepunkt des Aufeinandertreffens dieser universalen Kräfte kam es zu einer Verschmelzung dieser Gegensätze, wodurch zwei besonders eindrucksvolle visuelle Erlebnisse ausgelöst wurden. Zuerst sah ich ein weibliches Genital, welches aus vielen schwarz gekleideten, vollverschleierten muslimischen Frauen geformt war und Geburt gab für eine riesige Horde weiß gekleideter religiöser Fanatiker, die wutschäumend und Fäuste schwingend aus der blutenden, geschundenen Vagina herausstampften und alles niedertrampelten, was ihnen im Weg stand. In der zweiten Vision ging es erneut um den Kampf von Gut gegen Böse. Ein schwarzer und ein weißer Ritter als Prototypen der universellen Archetypen von Gut und Böse standen sich gegenüber. Beide waren groß wie Häuser und schlugen mit riesigen Schwertern und gewaltigen Hieben aufeinander ein. Dort, wo der weiße Ritter den schwarzen Ritter traf, färbten sich die Stellen weiß. Und umgekehrt färbten sich die Stellen, wo der weiße Ritter getroffen wurde, schwarz.
So wurde im Verlauf des Kampfes der schwarze Ritter immer weißer und der weiße Ritter immer schwärzer. Und am Ende des Kampfes hatten die beiden Ritter ihre Farben gewechselt. Das Gute war böse und das Böse gut geworden. Und die Kontrahenten kämpften ohne Unterbrechung weiter in diesem ewigen universellen Kampf der Kräfte des Dunkels. Gegen die Kräfte des Lichts. Ganz am Ende kam es dann zu einer spirituellen Initiation der höchsten Kategorie. Psychisch befand ich mich in einem Zustand eines sehr klaren und reinen Bewusstseins, außerhalb der Grenzen meines normalen Ich-Bewusstseins und visuell in einem pechschwarzen Raum, den ich schon aus anderen Sitzungen kannte. Es war dieses unvorstellbare, zu höchst energiegeladene, schwärzeste Pechschwarz, das dennoch endlos durchsichtig war. Aus einem Punkt heraus entsprangen in die Richtungen der drei Raumdimensionen fluoreszierende Linien der drei Primärfarben, die sich schlängelnd und kreuzend zu einem vibrierenden Energiegebilde verwebten, das den Kopf der großen Göttin formte, der majestätisch direkt vor meinen Augen im schwarzen Raum schwebte. Die rechte Hälfte ihres Gesichts befand sich im Zustand der ewigen Jugend und strahlte eine anziehende, übernatürliche Schönheit und Vitalität aus, während die linke Gesichtshälfte sich in einem Zustand der ständigen Verwesung befand und abstoßend, scheußlich und ekelerregend wirkte. Mein erstaunter Blick wurde genau auf die Mitte gelenkt, dorthin, wo beide Gesichtshälften sich am Ort des großen Enigmas von Leben und Tod trafen. Alles war erfüllt mit und durchdrungen von Heiligkeit, während im Zustand großer Glückseligkeit mein faszinierter Blick sich mikroskopischer Auflösung auf die Linie richtete, wo mit intelligentem Bewusstsein in Wechselwirkung mit Physik und Chemie auf einer unglaublich kleinen Skala Leben entstand und Leben zerfiel. Ich befand mich an der gemeinsamen Quelle, aus der zugleich das Wunder des Lebens und das Mysterium des Todes entsprangen und in den Gesichtshälften der großen Göttin zum Ausdruck kamen. Auf der Mitte ihrer Stirn, wo sich das dritte Auge befindet, trat aus diesem Grenzbereich zwischen Leben und Tod ein klarer, durchsichtiger Nektar hervor und lief genau auf der Linie der Vereinigung zwischen der ewigen Jugend und der Verwesung, zwischen Leben und Tod, den Nasenrücken herunter und bildete an der Nasenspitze einen Tropfen. Ich wurde aufgefordert, etwas vom Nektar der Unsterblichkeit zu kosten. Tief ergriffen und von Demut erfüllt, führte ich behutsam meinen rechten Zeigefinger unter den Tropfen, der sich langsam auf meiner Fingerkuppe absetzte. Damit berührte ich meine Zungenspitze und sofort durchströmte mich ein wunderbar klares und erfrischendes Gefühl, so als würden alle Zellen meines Körpers mit einem Mal erneuert.
Auch mein Geist wurde klar und frei. Ein von Heiligkeit erfülltes goldenes Licht durchströmte mich und den Raum und in einen wunderbaren Zustand der Ganzheit versetzt, fühlte ich mich gesegnet und grenzenlos geliebt. Charlotte ist ein deutsches Mädchen, ist 15 und macht im Jahr 2000 ein Auslandspraktikum auf einer Farm in Irland. Ihr Gastvater ist der 32 Jahre ältere Kian. Anfangs wirkt er abweisend und rätselhaft auf sie und Charlotte, die auch Charlie genannt wird, konzentriert sich ganz auf die herausfordernde neue Arbeit mit den Tieren auf der Farm. Nach und nach bricht das Eis und eine gegenseitige Faszination wird spürbar. Charlotte bleibt viel länger in Irland als geplant. Zeit genug für den 47-jährigen Kian, die junge, tüchtige und eigentlich sehr realistisch abwägende 15-jährige Charlie Schritt für Schritt in eine verwirrende Romanze zu verwickeln, die sie viele Jahre lang nicht mehr loslassen wird. Hören Sie jetzt Frau Claudia Löschner. Ja, vielen Dank für die Einführung, Andrea Richter. Es ist das Buch einer ziemlich jungen Frau, die ist 32 Jahre alt und es erzählt 7 Jahre aus ihrem Leben, 7 Jahre, die ganz schöne Spuren hinterlassen haben. Nach dem Abendessen ging ich wie gewohnt zu Sky, das ist der Hofhund, ein Border Collie, in den Stall, um unsere abendliche Kontrollrunde zu den Kühen und Schafen zu machen. Sky wedelte schon freudig mit dem Schwanz, wie immer freute sie sich auf den Spaziergang. Da kam auf einmal Sebastian in die Stallgasse. Er räusperte sich. Da spürte ich sofort, dass er gleich etwas sagen würde. »Hast du Interesse an Kian?« fragte er mich plötzlich und doch sehr unvermittelt. Und er setzte gleich hinzu, dass er vermutete, dass Kian an mir interessiert sei. Ich war beinahe sprachlos. »Wie kommst du denn auf diese absurde Idee?« fragte ich ihn. Das ganze Thema schien mir vollkommen irrsinnig. Kian war doch viel zu alt für mich. Außerdem hatte er Familie, 4 Kinder. Ich dachte an Beth, seine Frau, die ich wirklich mochte. Niemals hätte ich ihr so etwas antun können. Ich wartete gar nicht, bis Sebastian wieder antwortete. Wenn Kian mich küssen würde, sagte ich eindringlich zu ihm, dann würde ich schreiend davonrennen. Der könnte doch mein Vater sein. Ich war richtig verwirrt und verstand beim besten Willen nicht, wie Sebastian auf eine derart abwegige Idee kommen konnte. Sebastian zuckte jetzt etwas hilflos mit den Achseln und trollte sich wieder. Ich hatte ihm deutlich gezeigt, dass ich mich auf das Gespräch nicht einlassen mochte. Als er weg war und ich mit Sky allein über die Weiden ging, da hatte ich mich wieder einigermaßen beruhigt. Und Sebastian sprach die Sache nie wieder an. Am nächsten Morgen, ich war wie immer um 16:45 aufgestanden. Da ging ich gleich nach dem Duschen zu Sky in den Stall, um sie loszumachen und um die Kühe reinzuholen.
Als ich mich umdrehte, stand auf einmal Kian in der Tür. Seine Umrisse zeichneten sich bei meinem Blick aus dem Halbdunkel des Stalles deutlich gegen das helle Morgenlicht draußen im Hof ab. Ich blinzelte verwundert. Normalerweise überließ er ja die morgendliche Kontrollrunde zu den Kühen mir und er kam nie so pünktlich in den Stall. Dennoch sagte ich nichts. Auch Kian schwieg und er trat ganz selbstverständlich zu mir in die Stallgasse. Er lächelte mich freundlich an und wir gingen gemeinsam los. Es war jetzt kurz vor 6. Die Sonne ging langsam hinter der Weide auf. Der irische Morgennebel lag noch auf den Wiesen und deckte sie wie mit einer weißen Decke zu. Es war kühl und doch herrschte eine angenehme Stimmung. Die mir inzwischen so vertraute Weidelandschaft wirkte am Morgen ganz anders und bezaubernd schön. Wir liefen nebeneinander her und schwiegen die meiste Zeit. Ich empfand es als wohltuend, es war einfach eine Art Vertrautheit da. Dann erreichten wir das erste Gatter. Kian öffnete es und als ich durchging, legte er ganz vorsichtig und zärtlich seine Hand auf meinen Rücken. Nur für ein paar Sekunden, vielleicht waren es 3. Ich hatte nicht damit gerechnet, natürlich nicht. Aber es fühlte sich gut an, angenehm und wärmend. Und dann liefen wir ganz normal weiter, holten die Kühe rein und erledigten den Melkdienst. Der restliche Tag verlief zunächst ganz normal, wie alle Tage auf der Farm. Es gab natürlich, wie immer, viel zu tun. Nach dem Nachmittagskaffee setzte ich mich kurz in die warme Sonne auf die Stufen der Wohnhaustreppe und zog meine Gummistiefel wieder an. Wir wollten jetzt die Zäune auf einer der unteren Weiden kontrollieren. Bald liefen wir 2 wieder nebeneinander her, scherzten und redeten über Kleinigkeiten. Ziemlich schnell erreichten wir unser Ziel und bis auf einen einzigen Zaunpfahl, der etwas schräg hing, war alles in Ordnung. Wir wandten uns schon wieder zum Gehen, da hielt Kian inne und schlug vor, eine kleine Pause einzulegen. Wir setzten uns nebeneinander ins Gras. Zuerst pflückte ich ein paar Gänseblümchen, dann legte ich mich nach hinten, um die Schäfchenwolken über uns zu beobachten. Da bemerkte ich plötzlich, dass ich auf seinem Bein lag, wie auf einem Kopfkissen. Ich wunderte mich zuerst und erschrak auch etwas. Für einen Moment blieb ich stocksteif und wartete auf seine Reaktion. Als ich ihn dann anguckte, lächelte er mir ganz zärtlich ins Gesicht. Ich war plötzlich ganz beruhigt und schloss die Augen. So saßen und lagen wir bestimmt eine halbe Stunde zwischen den Sommerblumen auf der Wiese. Die ganze Zeit über schlug mein Herz etwas schneller als sonst. Auf dem Rückweg herrschte zwischen uns eine noch vertrautere Stimmung. Wir gingen in den Stall, um Sky wieder festzumachen. Ich fasste sie im Halsband, Kian kam mir mit der Kette entgegen. Da berührten sich unsere Hände wieder. Ich war für einen kurzen Moment sehr überrascht und hielt verwundert inne. Auch Kian hielt ganz still. So standen wir einige Sekunden da, Hand an Hand. Und in diesem Moment wurde es warm in mir und es kribbelte. Von dieser kleinen Berührung an war irgendwie alles anders. Alles fühlte sich plötzlich so leicht an und jetzt war eine neue Nähe und Geborgenheit da, die zugleich voller Spannung waren.
Es war ein mitreißendes Gefühl und ich ließ es einfach geschehen, ohne unangenehmen Beigeschmack und ohne jeglichen Zweifel. Ich genoss einfach dieses lang anhaltende Herzklopfen und das Kribbeln im Bauch. An diesem Abend ging ich wie immer zeitig ins Bett. An Schlaf war aber noch lange nicht zu denken. Ich spürte immer noch ein Kribbeln im Bauch. Zugleich war in mir eine große Verunsicherung, weil ich jetzt mit etwas Abstand die ganze Situation irgendwie einordnen wollte, was ich aber nicht so richtig konnte. Im jeweiligen Moment hatte sich alles immer gut und richtig angefühlt. Aber als ich nun in meinem Bett lag und Zeit und Ruhe hatte, um nachzudenken, kamen auf einmal viele Fragen. Was ist das jetzt? Wohin soll das gehen und warum ausgerechnet ich? Ich empfand es so, dass ich sehr hervorgehoben wurde durch Kiens Aufmerksamkeit. Es war wunderschön, sich als etwas so Besonderes zu fühlen. Irgendwie eine Ehre, fand ich. Meine Gedanken kreisten weiter. Es war eine irritierende Stimmung. Ich fand es aufregend. Und ich beobachtete mein Herz, wie es oft schneller schlug. Und irgendwann fand ich dann doch allmählich in den Schlaf. Im Wegdämmern schoss mir aber noch durch den Kopf. Vielleicht habe ich mir das Ganze ja doch nur eingebildet. Vielleicht ist es gar nicht so, wie ich mir denke, denn warum soll Kien, ein verheirateter Mann mit 4 Kindern, der auch mein Vater sein könnte, irgendein Interesse an mir haben? Ja, warum sollte überhaupt irgendein Mann etwas Wertvolles und Besonderes in mir sehen? Und dann war ich fest eingeschlafen. Dankeschön. Der nächste Text entstand während eines Biografie-Workshops, den Christiane Wilsch mit ihrer Seminargruppe in Viersen am Niederrhein durchführte. Anfangs geplant für einige Monate, schließlich wurden aus diesem Biografie-Workshop Jahre. Die Beiträge des Workshop-Teilnehmers und Landwirtes Hermann Thees stehen stellvertretend dafür, welch spannende Geschichten Menschen schreiben können, die sich das überhaupt nicht zutrauen. Eben auch jene, die Christiane Wilsch Ihnen jetzt vortragen wird. Vielen Dank, lieber Andrea. Noch kurz ergänzend dazu möchte ich, dass es mir eine große Freude ist, diesen Beitrag vorzulesen. Ich erinnere mich noch sehr gerne an Hermann Thees, als er zur Informationsveranstaltung kam, ganz schüchtern war und zu mir sagte, erzählen könnte er gar nicht interessant, schreiben schon mal gar nicht. Also er wollte eigentlich Zahlen und Fakten seiner Hofgeschichte aufschreiben. Und mit ein bisschen Ermutigung, Ermunterung und auch im Kreis der netten Gruppe sind dann ganz tolle Episoden niedergeschrieben worden, die wenig der Überarbeitung bedurften, wie die folgende, die ich Ihnen jetzt gerne vorlesen werde. Das störrische Maultier. Bei der Kinderkommunion meiner Schwester 1947 war ich erst 3 Jahre alt. Ich kann die Geschehnisse trotzdem wiedergeben, da sie unermüdlich im Familienkreise erzählt wurden. Zu der Zeit lag unser niederrheinischer Hof in Klörath noch weit ab von jeglicher Zivilisation. Die nächste Asphaltstraße befand sich gut 2 Kilometer entfernt und Bus- oder Bahnverbindungen vor Ort gab es nicht. Da man aber wusste, dass es in Klörath gut und reichlich zu essen gab, erschienen alle geladenen Gäste. Ein so großes Fest wollte auch gut vorbereitet sein. Meine Mutter und 2 Helferinnen waren schon Tage vor dem Fest mit verschiedenen Arbeiten beschäftigt. Es fing an mit Fensterputzen, Gardinenwaschen, Platten im Hofbereich schrubben, Geschirrspülen und vieles mehr. Die meiste Zeit nahm jedoch das Schlachten und Wursten des Schweines in Anspruch. Der Stall, der regelmäßig gekägt wurde, musste natürlich vor Weißen Sonntag fertig sein.
Die Schneiderin Frau Höfels, die jedes Jahr für mindestens 2 Wochen zu uns kam, hatte schon lange Zeit vorher die Kleidung für die ganze Familie hergerichtet. Bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil galt das Nüchternheitsgebot. Das hieß, es durfte vor dem Eucharistieempfang morgens nichts gegessen werden. So begann die Kommunionmesse um 8.30 Uhr. In der Regel gab es in Andrat so 100 bis 120 Kommunionkinder jedes Jahr. Die Heilige Messe dauerte 1,5 Stunden und selbstverständlich nahmen alle Verwandten daran teil. Mein Vater hatte durch den Krieg einen alten Lieferwagen, ein Dreirad Marke Tempo Viking gerettet und trieb noch Benzin auf. Die Ladefläche diente zur Personenbeförderung. Zum Wetterschutz wurden Decken als Überwurf benutzt. So wurden mit Tempo 30 bis maximal 40 nach und nach alle Verwandten zur Kirche und von der Kirche zurück zum Hof transportiert. Der Höhepunkt der Feier war das Mittagessen. Im Wohnzimmer saß das Kommunionkind mit Eltern und Geschwistern, Großeltern, Onkeln und Tanten. In der Stube die Vettern und Cousinen. Im Flur war gedeckt für die Leute, die bei uns halfen. Es gab Rindfleischsuppe, danach Schweinebraten mit Gemüse und als Nachtisch Vanillepudding mit Apfelkompott. Nach dem Mittagessen musste sich die Familie beeilen, denn um 14 Uhr begannen in der Kirche wieder die Dankandacht, zu der die Eltern und Geschwister mit dem Kommunionkind fuhren. Nachmittags gab es dann Kaffee und Kuchen, jede Menge Obsttorten, zum Beispiel Stachelbeer, Sauerkirsch und gedeckten Apfelkuchen, Streuselkuchen und Buttercremetorte, natürlich selbst gemacht. Einer meiner Väter hat sich in späteren Jahren immer gerühmt, auf dieser Feier 13 Stücke Kuchen gegessen zu haben. Anschließend wurden alle Kinder im Flur untergebracht, wo es recht lustig zuging. Nur das Kommunionkind, das musste bei den Eltern bleiben. Das eigentlich Denkwürdige dieser Kommunionfeier 1947 ereignete sich aber erst danach. Mein Vater hatte für die Kinderbande schon einen Plan zur Bändigung der ausgelassenen Kräfte, vor allem seiner halbwüchsigen Neffen, ausgedacht. Wir hatten zu der Zeit ein Maultier für leichte Arbeiten in den Feldkulturen. Ein Monster war das, mit langen Ohren. Ich hatte immer großen Respekt vor diesem Biest, denn es war bösartig. Wenn man nicht aufpasste, biss der Maulesel oder schlug mit den Hufen. Auf dieses Ungeheuer hetzte mein Vater nun die halbwüchsige Meute mit dem Versprechen, wer es schaffen würde, den Esel auf der Wiese einzufangen und in den Stall zu bringen, dem würde er das Autofahren zeigen und der dürfte einmal selbst eine Runde um den Hof fahren. Solch ein Angebot ließen die Kinder sich nicht zweimal machen. Schnell hatte mein Vater das Kopfgeschirr in der Hand, was das Maultier natürlich kannte und das es noch zusätzlich aggressiv machte. Auch einen Eimer mit Futter gab er der Bande, um das Tier anzulocken. Nun konnte die Jagd beginnen. Ahnungslos stürzte die Meute auf das Tier. Geschickt hatten sie es in die Ecke gedrängt. Einer schmiss sich an den Hals des Tieres, ein anderer hielt krampfhaft den Schwanz fest. Bevor jedoch das Kopfgeschirr angelegt werden konnte, hatte sich das Maultier durch Beißen und Treten schon wieder befreit. Das ging hin und her und alle jungen Teilnehmer waren zwischenzeitlich pottendreckig. 2 Hemden waren zerrissen, eine Hose stark lädiert und von den Bissen und Schlägen waren mehrere Maultierbändiger gezeichnet. Der Hofhelfer Jupp machte dem Spiel ein Ende und trieb das Maultier in den Stall. Für meinen Vater hatte das Ganze wohl noch ein böses Nachspiel. Von meiner Mutter und meiner Tante musste er sich noch einiges anhören, denn die zerrissene und verdreckte Kleidung und die unübersehbaren Blessuren am ganzen Körper der Kinder waren nicht zu verheimlichen. Es verging danach aber kein Familienfest, bei dem nicht von dieser Kinderkommunion erzählt wurde und jeder ein neues Anekdötchen hinzufügen konnte. Dadurch hat sich ein festes Bild von diesem Fest in meiner Vorstellungswelt verankert. Meine Eltern haben diese Schilderungen im Laufe der Jahre immer sichtlich genossen. Dankeschön. So, jetzt sind wir schon fast am Schluss und jetzt kommt Dr. Andreas Meckler. Zur Spider-Murphy-Gang muss man wohl hier in München nicht viel sagen. Den meisten von uns ist die Band wahrscheinlich bekannt durch Skandal im Sperrbezirk. Es ist die Münchner Band. Im Oktober 2017 hat sie ihr 40-jähriges Bandjubiläum gefeiert, zusammen mit 20.000 Fans in einer 2-tägigen Geburtstagsshow in der natürlich ausverkauften Münchner Olympiahalle.
Andreas Meckler hat die autorisierte Bandbiografie der Spiders geschrieben. Autorisiert? Ja, er hat mit ihnen gerockt. Wie die Spider-Murphy-Gang zur Emanzipation der Frauen beitrug. Ja, danke schön. Wir beginnen am Anfang der Band. Wochenlang hatten wir über einen neuen Bandnamen nachgedacht und Ideen gesammelt, erklärt Günther. Und vermutlich wird Barney sagen, dass es seine Idee war mit dem Namen Spider-Murphy-Gang. Doch ich glaube schon, dass ich den Vorschlag gemacht habe. Günther lacht. Wie auch immer, das sind die berühmten Zeilen der Inspiration. Spider Murphy played the tenor saxophone, Little Joe was blowing in the slide trombone, the drummer boy from Illinois went crash, boom, bang, the whole rhythm section was the Purple Gang, das ist aus Elvis' Jailhouse Rock. Wir hatten noch alte Verträge mit Ami-Clubs aus der Zeit mit Stomach zu erfüllen, fährt Günther fort. So stellten wir mit Michael erstmal wieder das entsprechende Programm zusammen. Unser Agent war nach wie vor Heinz Ulm aus Augsburg. Am 8. Oktober 1977 spielten wir unseren ersten Gig als Spider-Murphy-Gang im Offiziers.